Okay, jetzt hatten wir ja die folgende Idee vorhin mal anskizziert. Wir arbeiten am Bauch und korrespondierend an den Füßen. Ne? Ich bereite erstmal so ein bisschen hier mit leichten streichenden Bewegungen die Behandlung vor, wie wir das schon öfter gemacht haben. Aus meiner Mitte raus. Und dann, was ganz wichtig ist, es gibt diese Variante am Boden im Shiatsu, wo man beide Beine so hat. Das Problem ist, für die meisten Leute wird es irgendwann sehr schwer. Ich muss mich hier sehr verdrehen und muss hier das Gewicht halten. Und der kleine Kniff ist, ich setze mein Bein hier ein bisschen weiter auf, dass ihre Beine gestreckt sind. Jetzt kann ich hier sehr bequem, habe nicht so viel Haltearbeit, an den Füßen arbeiten und auch am Bauch. Ne? Am Bauch ist jetzt Ihre Bauchdecke sehr locker. Ich habe die Möglichkeit, hier punktuell zu arbeiten, viszerale Techniken zu integrieren. Es geht jetzt einfach mal darum, welche Möglichkeiten gibt es? Oder auch, was wir gestern hatten, hier mit diesen fließenden kleinen Oval-Kreiselementen zu arbeiten. Und ich kann hier natürlich um den ganzen Bauch rum im Uhrzeigersinn arbeiten. Was sehr interessant ist, das hatten wir vorhin festgestellt, die Patientin lässt viel mehr locker, wenn ich hier den Kontakt zu den Fußsohlen habe. Jetzt kann ich auch hier mit einer Hand arbeiten und ich könnte hier wiederum auf die Reflexzonenbereiche Magen und auch Dünndarm, Dickdarm gehen und hier Fußreflexzonenmassage mit Arbeit im abdominalen Bereich, gerade hier in Höhe der Dickdarmkrümmung, wo oft sehr, sehr viel Spannung ist, viele Faszien verklebt sind, wo man auch, wenn man jetzt das Bein zum Beispiel hier anwinkelt, bis zu den Psoas hinkommt. Da muss man wirklich sehr tief gehen, um auf dessen potenziellen Triggerpunkt zu kommen. Ne? Was wir festgestellt haben, ist, dass es wirklich angenehmer ist, so die Beine zu haben und dass der Kontakt mit den Füßen wirklich dazu führt, dass sie im Bauchbereich loslässt. Ich kann mit der einen Hand auch von dorsal kommen. Ich mache die Hand hier so zu so einer Schaufel, kann mich jetzt hier paravertebral einhaken und korrespondierend mit der Atmung arbeiten. Wenn der Bauch nach oben geht, sie atmet ein, gebe ich von unten Druck. Also schaufel sie richtig schön nach oben, gebe Akupressur Druck oberhalb der Querfortsätze. Und wenn der Bauch nach unten geht, sie atmet aus, kann ich von ventral, von vorne Druck geben. Und schön tief atmen dabei. Auch eine Möglichkeit, gleichzeitig im abdominalen Bereich als auch an der paravertebral, an der Lendenwirbelsäule zu arbeiten. Wenn ich dann auf der anderen Seite im Sandwich arbeiten würde, müsste ich wechseln. Auch kann ich hier zum Beispiel im Bereich des Diaphragmas an den Füßen arbeiten. Kann hier erstmal meine Hand auflegen. Sie so ein bisschen tiefenentspannen und könnte jetzt hier bilateral so richtig schön mich unter ihre Rippenbögen einsaugen lassen. Ne? Schön tief atmen. Jetzt habe ich eine leichte Spannung im Bauchfell und der Bauchdecke. Und sie kann weiteratmen und ich kann dann die Spannung lösen. Könnte wirklich jetzt sehr viele Manöver aus der viszeralen Osteopathie in dieser Position anwenden und habe immer diese wunderschöne
Korrespondenz zu den Füßen. Meine Größe lässt es zum Beispiel auch zu, hier Druck auf den Pectoralis Major zu geben oder hier von ventral auf das Schulterblatt, auf den Subscapularis, auch den ich dabei, den Serratus Anterior. Um die Atmung so ein bisschen zu beeinflussen, kann ich hier die Innenseite des angewinkelten Arms gehen. Da befindet sich in der Vorstellung der chinesischen Medizin der Herzmeridian, ne, was auch so ein bisschen die Tiefenatmung, das entspannende Atmen mit forciert. Ne. Wenn es meine Größe zulässt, könnte ich sogar im Nacken detonisierend arbeiten und hier auch an entsprechende Reflexzonen am Großzeh gehen. Ne. Ich habe hier wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, dieses Manöver auszubauen. Ne. Könnte jetzt hier auch den Psoas in die Kontraktion bringen, beziehungsweise in das Spannungsverhältnis ändern, in die funktionelle Bewegung. Ne. Könnte jetzt auch wieder hier mein Bein mehr unterhalb der Kniekehlen positionieren und könnte jetzt hier sehr schön funktionell mit meinen Fingern zum Beispiel am Quadrizeps arbeiten oder auch am Knie und gleichzeitig hier wieder entspannt auf Reflexzonen am Fuß gehen. Ich kann natürlich auch am anderen Fuß arbeiten, muss ich dann entscheiden, was möchte ich, wo möchte ich ran, wechsle ich besser die Seite oder auch nicht. Ne? Könnte auf das Sternum hier gehen, leichten Druck ausüben. Aber vor allen Dingen, was ich schon erwähnte, die Arbeit am Diaphragma. Ne? Da sind wir oft sehr, sehr fest. Die könnte ich sehr gut ausführen. Gut, das waren einige Ideen zu dieser Positionierung. Das könnt ihr auch gerne nochmal nach dem Kurs nochmal ausprobieren, kultivieren, üben, eigene Möglichkeiten, eigene Ideen finden. Okay, soweit erstmal. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.